Hallo Leute, ja, wir sind in Oxygen not included. Wir sind immer noch nicht bei der Normalität angekommen, da meine Motherboard, der neue Rechner, immer noch kaputt ist. Ich guck zu, dass ich das jetzt irgendwie hier hinkriege mit dem Aufnehmen, aber es ist alles auf dem alten Rechner, ist alles ein bisschen anders und ja, müssen wir mal schauen, wie wir da weiterkommen, ne? Ihr schaut jetzt nicht das Logo, wir gehen auf den Großbildschirm und dann schauen wir mal weiter, ne? So, dann starten wir mal rein ins Spiel. Wir hatten letztes Mal hier unten den Vulkanwassergeysir, der da warmes Wasser rauswerfen wird und der macht das in 1,4 Zyklen, das heißt Zyklen. Wir waren hierbei und hier fehlt uns natürlich noch einiges. Da müssen wir mal gucken, dass wir das jetzt hier schnellstens machen. Ich sehe schon, dass wir hier einfach immer Wasser reinlaufen, ist vielleicht nicht die gute Alternative. Wir müssten eigentlich noch gucken, dass wir... Sag schon, da noch irgendwie so einen Flüssigkeitsregler drin haben, den ich da nicht eingebaut habe. Leiterrohr, das Rohr müssen wir zerlegen. Und wir müssen es nochmal sanitär isoliertes Rohr. War das isoliertes Rohr? Nee, das war kein isoliertes Rohr. Das war Rohr mit Amalgam, oder? Warte, Eigenschaften. Goldamalganrohr war das. Das heißt nochmal sanitär. Rohr. Und dann Amalganrohr. Und das muss hier rüber. So. Und dann sollte das funktionieren, ne? Und dann brauchen wir hier rechts definitiv noch eine Pumpe drin. Wieder sanitär. Und die sollten wir, Flüssigkeitspumpe, sollten wir vielleicht auch aus Amalgam machen. War doch einmal da, ne? Ja. Die da das Wasser rausfördert. Ah, sanitär war schon noch richtig. Und hier auch nochmal. Und da gehen wir einfach hoch und dann ich glaube, wir brauchen nur hier rüber gehen, da können wir uns einen Teil sparen. Und immer noch sanitär. Der Auslass. Der muss da noch rein. Ja, lass ihn aus Amalgam auch machen, obwohl ich glaube, das nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Das läuft. Dann müssen wir aber hier drinnen Strom brauchen wir erstmal für die Pumpe. Jetzt hier einmal anschließen. Und hier können wir auch schon mal eine Leitung hinmachen, weil da wird ja Dingens kommen, noch eine Schleuse kommen müssen. Sanitär, dann Radiatorrohre. Überhitzungstemperatur plus 50 Grad. Da geht nie wieder einer rein, glaube ich. Das heißt, wir machen das mal so. Ich kann hier aber noch einen weiter hoch machen. Gehe hier hoch. Genau, dann hier runter. Und darüber. So, das sind die Radiatorrohre. Hier muss es... Ja... So, und dann müssen wir die noch kalt kriegen, ne? Und dann mal das warme Wasser. So, wie kommen wir da hin? Das ist eine gute Frage, ne? Wo haben wir denn sowas, was wir da machen können? Keine Idee, ne? Hier oben ist das kalte Biom. Da können wir das machen. Hier ist eins und da oben war noch eins, ne? Ah. Hier durch oder da oben durch? Ich glaube, wir gehen da durch. Nochmal sanitär, nochmal isolierte Rohre. Die sind hier die isolierten Rohre. Ah, das wird hier schon kompliziert, ne? Da müssen wir jetzt eine Brücke hinschmeißen, die in die Richtung geht. Und da auch nochmal. Sanitärrohre. Isoliertes Rohr hatten wir da genommen, ne? Sollten wir hier das einfach durchlaufen lassen? Ne, das machen wir nicht.
So, und wie sind wir da aufgestellt? Ah, da müssen wir gar nicht hoch so weit. Aber wir müssten da hoch. Dann gehen wir mal hier lang und hier weiter hoch. Da brauchen wir wieder eine Rohrbrücke. Das war falsch. So rum. Hier unten, das können wir mal schnell wegmachen. Das ist nämlich verkehrt. Gut. Okay, da unten wird tatsächlich von da schon gebaut. Sehr, sehr cool. Hier wird es auch fertig gebaut. Wie viel Zeit haben wir noch? Zyklen. Ist das hier soweit fertig? Sieht so aus, ne? Jetzt hier drinnen bitte noch fertig bauen, ja. Wir sind dann hier hoch, da hoch. Können hier überall hoch? Ja, können wir. Ne, hier können wir nicht hoch. Warte mal, nochmal Sanitärrohre. Ich gehe mal hier hoch, weil das ist mir da zu riskant. Und hier können wir aber... Das ist der kalte Biom hier. Hier müssten wir eigentlich so hochkommen, oder? Komm, wir gehen erstmal hier hoch. Gehen hier hoch. Hier ist überall kalt, ne? Gehen hier hoch. Hier lang. Das wird alles hier schmelzen dann, ne? Gehen hier hoch. Hier lang. Da lang, dort lang und da wieder runter. Hier lang, da lang, da lang, dort lang. Hier auf jeden Fall auch lang. Hier können wir auch lang. Hier können wir nebenher. Hier gehen wir eine Wand runter, so weit wie möglich. Gehen dann hier rüber und hier rüber. Und da lang. Kommen hier an. Und da rein. So, jetzt brauchen wir ein paar Brücken. Und zwar andersrum. Da und da. Und hier brauchen wir auch noch eine. Die muss so rum sein. So, der Rest ist schon erstmal geklärt. So, wie sieht es hier aus? Das können wir auch hier können wir auch weiter vorbeiziehen. Das ist hier gar kein Problem, dass das durchgängig ist. So, hier müssen wir aber aufpassen. Warte mal, machen wir hier gerade einen Abbruch hin. Dann machen wir das ein bisschen anders, dann brauchen wir keine Rohrbrücken oder irgendwie sowas. Und hier können wir so und dann so. Hier haben wir Chlorgas. Das bedeutet, hier zumachen. Und grab das da mal auf. Dann könnte das klappen, oder? So, ich weiß noch nicht, ob er da hin kann. Dann müssen wir vielleicht eine Leiter machen. Ja, müssen wir mal gucken, wie das geht.
Hier auf jeden Fall muss Leitern hin, sonst geht das da nicht weiter. Ich glaube, so würde das funktionieren. Ich weiß nicht, müssen wir gucken, ob sie da hinkommen von da aus. Und hier stellt sich dann die Frage, ob es einfriert oder nicht einfriert, ne, das Wasser. Ach so, wir müssen ja auch irgendwo noch einen Zulauf haben, fällt mir gerade so ein. Ne? Wie ist denn mit dem Zyklus? 04, okay. Ist hier drinnen dann wenigstens fertig? Nee, noch nicht mal. Prio hochsetzen, bitte. Irgendwo müssen wir da Wasser reinpumpen dann, ne? Hier. Ja, bin gerade am Überlegen, wie ich das da hinkriege. Ne? Und ich muss ja Wasser in dem System haben. Ne? Könnte aber auch ruhiger sein eigentlich, oder? Das hat 30 Grad. Ne, müssen wir hier oben irgendwo noch ein Becken machen. Wo kriege ich das denn jetzt hin? Na, eigentlich ist es schon hier am besten, ne? Zu wenig Ressourcen, kein Eisen mehr. Wie kommen wir denn jetzt hier an Eisen, ey? Das ist ganz schlecht. Wo ist denn hier jetzt Material? Das da. Eisen. Da ist Eisenerz. Lass uns das schnell abbauen. Und wo ist unser Ding? Aufgabe erfüllt werden. Wie weit ist er jetzt hier? Zyklenmäßig? Oh, nur noch eine Minute. Ich hoffe, dann funktioniert das hier irgendwie. Aber hier kriegen wir es nicht hin. Keine Ahnung, wie heiß das Wasser nachher ist. Weißt du was? Mach den erst zu, bis wir fertig sind. Müssen wir gucken, wie wir da weiterkommen. Hier ist auch kein Wasser mehr drin. Okay, wie sieht es denn überhaupt mit Essen aus? 20.000, das ist gut. Warte, was ist hier los? Was kriegen wir für ein Hilfspaket? Hilfspaket, Nährstoffregel, geil. Gucken wir mal. Können sie auch da wegnehmen, glaube ich. Also hier ist schon mal ein Kreislauf, den wir machen könnten. Aber hier fehlt es halt noch drin, ne? Wie kriege ich in den Kreislauf das Wasser? Das ist immer noch die Frage, ne? Ich muss es irgendwo her haben, das Wasser. Wo haben wir denn hier Wasser? Frisches Wasser vor allem. Hier muss es doch irgendwo frisches Wasser geben, oder? Sanitär, Rohr, ja, hier gibt's Wasser. Da gibt's schmutziges Wasser. Hier gibt's sauberes Wasser.
Machen wir das erst so, dann kann das Wasser da rein, oder? Jetzt pumpen wir das da rein. Boah. Ist da jetzt schon was reingegangen? Gute Frage, ne? Aber ich habe gar keine Pumpe da drin, dann funktioniert das doch gar nicht, oder? Schwerkraftmäßig wird es nicht funktionieren, glaube ich. Nee, das funktioniert so nicht. Flüssigkeitspumpe, da. Sanitär, ist das eine Flüssigkeitspumpe, die so ist, wie ich sie haben möchte? Saugt eine kleine Menge Flüsse an und leitet sie durch Rohre. Ah, die muss in Flüssigkeit eingetaucht sein, okay. Oh, hier ist ein Wärmetauscher. Den hätte ich da oben hinbauen müssen dann. Das heißt, das mit dem Wasser funktioniert nur mit einem Becken. Okay, dann sind wir da auf dem Holzweg gerade. Das heißt, die Pumpe kommt hier rein. Ja, Sanitär. Flüssigkeitspumpe. Kommt hier rein. Sanitär. Rohr. Ne, isoliertes Rohr. Pumpt das. Warte mal. Da kommt das kalte Wasser rein. Schwierig, oder? Die muss, glaube ich, hier rein, oder? Reich das mal ab hier. Abbrechen. Wir müssen da so eine hitzebeständige Pumpe reinmachen. Wäre das so richtig? Nein, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle. Doch hier reinmachen und diese Brühe nehmen. Ne, wir machen das hier irgendwo hin. Ich glaube, hier geht das mit dem Wasser vielleicht. Basis, nein. Sanitär. Pumpe. Hier die Pumpe hin. Da die Pumpe hin. Das ist die Leitung, die hoch geht, glaube ich, oder? Die rechte geht hoch. Kann man das hier irgendwo noch sehen? Da ist nichts passiert, ey. Kann sein, dass unten schon der Dingens läuft. Und das erste Wasser hier ankommen könnte. Ja, da ist er schon. 83,6 Grad hat das, okay. So, jetzt nochmal. Sanitär, Leitung. Diese geht rechts hoch, das ist schon mal klar. Das heißt, diese Leitung geht hier. Ah. Diese Leitung kommt dahin. Die entleert sich da, ne?
So ist richtig, ne? Und wo war dieses Werkzeug zum Aufschneiden? Da. Genau. Und dieses wieder sanitär. Nee, stopp. Sanitär nochmal. Weiß gar nicht, ob ich jetzt die isolierte genommen habe. Das machen wir mal schnell noch. Gut. Gut. Und. Nee, immer noch nicht da. Immer noch hier. Der Auslass muss dahin. Wasser kommt, wird hier rausgelassen, fällt hier rein, die Pumpe drückt es wieder hoch dadurch. Wo geht denn der gerade hier hin? Was wird hier gebaut? Oh, Alge aufgenommen, auch gut. Wir haben keine Algen mehr, ne? Das nächste Thema. So, hier ist jetzt Wasser. Und das ist ja erstmal gut, ne? 82 Grad. Ist er dann untätig? Kommt in 0,2 Zyklen wieder. Okay, das ist ja schon mal nicht so ganz so schlimm. So, wir können mal hier so ein ganz bisschen... Warte mal, hier kann man auch händisch einstellen. Ne? Machen wir 1 Gramm Wasser die Sekunde. Mal gucken, was dann passiert. Die Pumpe müsste jetzt pumpen, oder? So, wohin steht das Wasser? Tatsächlich bis zum Ventil. Ich bin gespannt. Macht er 5? Irgendwie gehen 5 nicht, ne? 10 gehen auch nicht. 50 gehen auch nicht. 100 geht auch nicht. Irgendwie funktioniert das nur hier unten beim Schieberegler oder was? Hm. Jetzt könnte da Wasser durchkommen, ne? Ah, da kommt jetzt tatsächlich ein ganz bisschen Wasser durch. Und das hat wie viel Grad? Oh, nur 30 Grad. Es wäre erstmal kalt hier, ne? Geht das auch ein bisschen weniger? Geht noch. Es hat 28 Grad das Wasser. Na, hier hat es schon 30. So, mal gucken, wie weit das geht. Brauchen wir auf jeden Fall hier Wasser. Wie weit ist es hier oben? Leitungen sind relativ weit gebaut schon, ne? Aber hier ist es noch nicht fertig. Müssen wir da eine Leiter machen, dass die da unten hinkommen? Vielleicht, ne, oder? Nochmal hier Leiter abbrechen, oder? Ach, isoliertes Rohr ist auch mit weggegangen. Schlecht. Also hier wird fleißig gebaut. Weiß nicht, ob das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, ne? Was holt er denn jetzt hier? Granit hat er geholt, oder? Diesen hier, den müsste mal einer fertig machen, dann will ich da die Leitung weiterbauen. Ah, da kommt gerade was reingeliefert. Gut. Auch beide. Sehr schön. Das heißt, ich kann da gleich die isolierten Rohre weiterbauen. Einer ist schon fertig. Ich hoffe, der zweite wird auch fertig.
Leiter könnte man hier schon wieder zerlegen, ne? Die brauchen wir da nicht. Okay, der zweite ist auch da. Das heißt, das Rohr kann durchgehend gemacht werden. Wie sieht es denn mit Wasser jetzt aus hier in der Leitung? Wir haben die doch irgendwo angeschlossen gehabt, oder? Hier haben wir die eigentlich angeschlossen gehabt, aber da läuft jetzt gerade nichts. Doch, hier ist schon was reingelaufen. Bis dahin. Die Pumpe muss noch fertig werden, dann geht's. Obwohl, hier ist Auslass, ist hier fertig. Das heißt, eigentlich müsste er da durchdrücken können. Aber wo kommt das Wasser her? Aus dem Wasserflüssigkeitstank. Der ist auch relativ voll, ne? Rein theoretisch müsste das funktionieren. Die Pumpe macht jetzt hier auch Wasser rüber, was dann hier mit 18 Grad ist. Das geht. Wie viel Grad haben wir hier? 30 Grad, okay. Okay, das ist jetzt relativ gut runtergekühlt bis dahin. Und wir kriegen Wasser erstmal schon mal. Das ist schon mal gut. Hier fehlt es natürlich an Sauerstoff, wie man sieht, ne? Er kriegt keinen Sauerstoff. So, das müssten wir noch weiter zusammendrücken mal hier, ne? Dafür müssten wir da hin. Geht das da, sowas hinzubauen? Ich glaube nicht, ne? Wir können den da mal graben. Alles mal zumachen, ja. Irgendwann ist da tatsächlich wohl mal einer reingelaufen, weil hier ist ja abgebaut, ne? Das ist auch nur verschmutzter Sauerstoff, okay. Na, schauen wir mal. Wie weit sind wir denn jetzt hier? Oh, hier oben ist Wasser angekommen? Nee. Die Pumpe hat keinen Strom, super. Wo gibt's den Strom hier? Ne, den hole ich mir hier weg, oder? Gut. Schauen wir mal, oder? Hier ist reiner Sauerstoff drin, Alter, ey. Das sieht erstmal gut aus, ne? Wir müssen nur gucken. Wasseroverlay. Wenn das Wasser hier hochmarschiert, haben wir ein Problem, wenn die Pumpe da nicht versorgt ist. Ja, das Wasser, was hier drin war, ist tatsächlich da schon hoch. Das ist 32 Grad, da können wir mit leben. Hier ist nur 18 Grad, noch besser. Okay, jetzt werden die Elektroleitungen hier gerade gebaut. Ist die Leitung, die ist soweit fertig, ne? Wie warm ist das Wasser hier? 36 Grad, okay. Oh, der kann da, kann man hinlaufen. Naja, kann man. Müssten wir mal klopfen. Keine Ahnung, ob das klappt oder nicht klappt. Die pumpt wunderbar das hier rüber.
Das Wasser ist nicht heiß. Hier haben wir Wasser drin und das wird auch weiter gefördert, ganz langsam. 83 Grad. Hier muss mal aufgewischt werden, weil sonst können wir nicht mehr aufwischen. Okay, erstmal sieht das erstmal gut aus, oder? Da wird gekocht. Wie sieht es mit Essen aus? 17.400 ist nicht viel, aber ist erstmal was. Algen haben wir 0%. Ich glaube, wir haben als nächstes ein Dingensproblem. Sauerstoffproblem. Okay, hier muss noch das Ende weitergemacht werden. Das haben sie geschafft, das heißt aber, hier müssten sie hinkommen können. Die Pumpe braucht Strom, damit sie arbeiten kann. Gut, aber wir machen erst hier einen Cut. Ich habe schon eine halbe Stunde daraus gemacht. Das ist ja super lang. Ich sage mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentar, schreibt mir auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.